Kammer als Gerichtssaal. Die hunderte Seiten umfassende Prozessakte der Witwe K.P. Laut Dekret vom 1. August wird Marie-Antoinette, Witwe von Ludwig K.P., unter der Anschuldigung gegen Frankreich konspiriert zu haben, dem Revolutionstribunal überstellt. Keine Demütigung bleibt ihr am Ende ihres Lebens erspart. Der Ultrarevolutionäre Jacques-René Hébert, ihr ärgster Gegenspieler, tritt in den Zeugenstand. Er bezichtigt die Königin des Inzests mit ihrem Sohn. Die Königin hat Inzest mit ihrem Sohn begangen. Sie ist ein Monster. Man entweiht sie also. Man macht sie zu einem Ungeheuer. Doch ist es nicht nur die Fortsetzung dessen, was schon immer geredet wurde? Bereits vor der Revolution wurde verbreitet, die Königin sei eine lüsterne Wölfin. La reine apparaît comme une louve insatiable. Der Plan Héberts, nicht nur die Königin, sondern auch die Frau vor aller Augen zu vernichten. Er legt ein Verhörprotokoll des kleinen Ludwig vor, das Marie-Antoinette des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. In endlosen Verhören hatte Hébert den kleinen Jungen schließlich zur Falschaussage gezwungen. Unter den Prozessakten die unsicher geführte Unterschrift des Kindes, das seine Mutter verraten musste. Der Schuldspruch galt ihrem Leben. Konkrete Beweise für ihre Konspiration mit dem Feind fehlen. Der Prozess war vorab schon entschieden. Marie-Antoinette wird wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung auf den nächsten Tag festgesetzt. Ein Brief an ihre Schwägerin zeigt als letztes Dokument die Schrift Marie-Antoinettes einen Tag vor ihrem Gang auf das Schafott. Euch, meiner Schwester, schreibe ich zum letzten Male. Ich bin soeben verurteilt worden. Nicht zu einem schimpflichen Tod, denn schimpflich ist er nur für Verbrecher. Ich hätte schon erwartet, dass ein Dokument, ein letzter Brief vor der sehr gewissen Hinrichtung etwas mehr ins Flattern kommt, etwas aufgeregter wäre. Und es ist erstaunlich, dass sie nicht in dem Maß zerrüttet oder zermürbt ist, wie man es vielleicht annehmen möchte. Kein Zeichen der Veränderung in der Schrift im Vergleich zu früher. Allein der Inhalt des Briefes gibt Aufschluss. Keine Rechtfertigung, keine Anklagen, nicht die Botschaft einer Königin an die Nachwelt. Schreibend nimmt hier eine Frau und Mutter ihren Abschied. Ich hatte Freunde und der Gedanke, dass ich für immer von ihnen getrennt werde, ist der größte Kummer, den ich sterbend mit mir nehme. Ich küsse meine geliebten Kinder. Mein Gott, es zerreißt mir das Herz, sie für immer zu verlassen. Adieu. In ihrer letzten Nacht zwischen den Kerkermauern der Conciergerie ist die Last ihres Amtes als Königin endgültig von ihr gefallen. Sie hat sie abgelegt und mit diesem Teil ihres Schicksals auch abgeschlossen. Der letzte Brief ist geschrieben. Jetzt wartet nur noch der Tod. Gefesselt und im weißen Hinrichtungsgewand. Nicht als Königin, sondern als Büßerin soll sie noch einmal vor ihr Volk treten. Die Hinrichtung der Königin markiert den Höhepunkt und den Abgrund der Revolution. La Grande Terreur, der große Terror, wirft seine Schatten bereits voraus. Täglich sterben Hunderte unter der Guillotine. Bald schon wird die Revolution ihre eigenen Kinder fressen. Am 16. Oktober 1793 wird Marie-Antoinette hingerichtet. Sie ist 38 Jahre alt.